Oh Mann, ist das zäh. Ja, vielleicht ahnt ihr es, heute Morgen geht es daran, die Solaranlage aufs Dach zu bringen. Dazu muss ich jetzt erstmal hier die Überreste von dem Knaus Push wegmachen, sage ich mal. Vielleicht erkennt ihr es, wenn man so darüber peilt, sieht man, der Abstand, dort wo diese Einführung ist, ist wesentlich größer als jetzt hier hinten. Das heißt, der Kanal, der da auf dem Dach verklebt war, der war total schräg, so dass die Halter für die Solaranlage da entsprechend drauf passen. Und ich muss das jetzt erstmal abfremeln. Mühevolle Arbeit. Eine gute Stunde später sieht das Dach dann nun so aus. Hier kommen die Spoiler hin. Und dann werden die entsprechend dann festgeklebt. Ich kann euch sagen, der Kleber, den Knaus da verwendet, das ist ein zähes Zeug. Ich hoffe, dass der Sikaflex, mit dem ich hier nun diesen Träger oder diese Träger hier aufklebe, dass der wenigstens genauso ist. Denn die Anlage soll ja entsprechend fest sein. Okay, geht's nun mal ans Bohren der entsprechenden Spoiler. Das sind hier, man sieht es nicht, aber von der Seite sieht man solche Vorprägungen. Und genau dort müssen die Löcher rein, auf die dann die Paneele verschraubt werden. So sieht das Profil von unten aus. Das muss entsprechend aufgeraut und gereinigt werden. Ebenso wie natürlich der Untergrund, wo der Kleber dann hinkommt. Ich habe hier speziellen PE-Reiniger zum Reinigen des Kunststoffdaches und halt des Spoilers, so dass die Verklebung dann auch vernünftig erfolgen soll. Okay, dann gehen wir mal an die Bohrmaschine. So kommen die ja da drauf und hierdurch kommen nun selbstschneidende Schrauben. Mein Plan ist ja folgender, zwei Module so mit einer Schiene zu verbinden und dann im Anschluss dann die nächste Schiene und dazwischen als Füller kommt noch ein kurzes Teil von 180 mm. So sieht das Ganze nun zusammengeschraubt aus. Jetzt geht es darum, die Auflagefläche entsprechend aufzubauen. Dazu ist überall solcher Schmirgeleinen dabei und damit wird das Ganze jetzt aufgeraut. Ihr seht es,
Es ist abgeklebt, wo die Module zum Liegen kommen. Und da wird jetzt da entsprechend das Dach aufgerollt, damit der Kleber auch eine innige Verbindung eingehen kann. Das Ganze muss dann auch vernünftig gereinigt werden, damit da keinen Staub mehr anhaftet. Und dann kann es schon ans Verlegen der Module gehen. Wir haben sie jetzt hier einfach mal zwischengelagert, damit wir hier ein wenig Platz zum Arbeiten haben. Also wenn ihr das selbst machen wollt, besorgt euch auf jeden Fall eine stabile Silikonspritze. Nicht so ein günstiges Baumarktteil, das wird das wohl nicht überleben, weil der Sikaflex, ich habe jetzt großzügig die Spitze schon abgeschnitten, aber das Sikaflex ist zäh wie die Sau. Wir haben jetzt diese Fläche, wo die Verklebung rankommt, haben wir jetzt noch mit Alkohol gereinigt und jetzt, wie gesagt, sobald Andreas hier fertig ist, werden wir das Wunderteil da auflegen. Zuvor hatte ich gerade noch geprüft, ob überhaupt aus den Panels Spannung rauskommt. Es wäre fatal, wenn das Ganze aufgeklebt wäre und es käme keine Spannung raus. Auch die Fenster haben wir probiert, dass die Hekis aufgehen. Nicht, dass man im Nachhinein feststellt, es passt was nicht. Leider ist die Sonne jetzt schon wieder weg. Gerade eben hat sie noch schön geschienen. Da hätten wir die Anlage gleich mal testen können. Ja, von meiner Seite aus ist der Einbau der Solaranlage jetzt soweit abgeschlossen. Das Ganze muss jetzt noch trocknen. Ich habe jetzt hier provisorisch mal in den Solarregler eingespeist, weil diese Dachdurchführung macht mir mein Fahrzeughändler und damit übernimmt er auch die Garantie, wenn da irgendwas undicht wäre. So war das beim Kauf ausgemacht und so wird er das, denke ich, dann auch für uns tun. Kabel ist, denke ich, genug da. Es liegt ja alles schon direkt am Einsatzort. Das heißt, dort, wo die Kabeldurchführung hin soll. Wir hatten vereinbart, auf der linken Seite vorne soll das Kabel hingelegt sein. Und genau dort ist es jetzt. Das heißt, es muss noch ein Termin gemacht werden, wo ich das Fahrzeug dann zu meinem Händler bringe. Der macht mir die Kabeldurchführung rein. Ich verlege das Kabel dann innen noch auf meinen Solar-Laderegler. Und dann kann es losgehen. Wie gesagt, momentan 31 Watt bei doch bedecktem Himmel. Ja, ist nicht viel. Aber immerhin, ich kann damit, denke ich, gut leben. Wenn die Sonne rauskommt, denke ich, dann geht es richtig ab. Dann gibt es Energie pur. Ja. Ja, damit ist der elektrische Umbau am Wohnmobil jetzt soweit beendet. Jetzt kommen noch ein paar mechanische Umbauten. In der Heckgarage wird es einen entsprechenden Träger geben, für die Fahrräder zu montieren, unsere Clubbikes. Dann werden hier die HioSafe, die hier noch liegen, noch an den beiden Türen montiert. Alarmanlage ist auch drin. Ja, dann denke ich, sollte es soweit sein, dass man da wirklich loslegen kann. Unsere erste Fahrt haben wir hinter uns. Ich bin mal gespannt, ob das uns mit unserer zweiten Fahrt, ob das hinhaut. Jetzt in Zeiten Corona, das wird ja immer mehr eingeschränkt. Wie es wieder können wir da gar nicht mehr losfahren. Wir bleiben wohl im eigenen Lande, wenn wir werden da auch, denke ich, freistehen. Also sprich, für uns alleine sein. So ist das an für sich geplant. Aber wir müssen schauen, was die nächsten Wochen so bieten. Okay, Leute, das war es an für sich von meiner Seite zum Einbau der Solaranlage. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.